Hallo zum neuen Short Review Podcast mit Sascha. Eigentlich wollte ich nur ein Video davon machen, wie ich mein Mask Panini Einklebealbum vervollständige. 1996 habe ich das mir mal gekauft. Ich habe die Einklebebilder eben halt auch gesammelt. Bis dieses Jahr fehlten mir noch gut 10 bis 15, ich glaube so um die 10 Bilder. Ja, und ich habe gedacht, ach, nimm es mal auf Video auf und veröffentliche das hier auch auf YouTube. Nur irgendwie kam es dann anders und dachte ich mir, ich könnte ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil es ist ja auch dann langweilig, wenn man nur sieht, wie ich da die Seiten durchblättere und die einzelnen Bilder einklebe. Also habe ich gedacht, mache ich einen kleinen Podcast daraus und erzähle so ein bisschen, wie ich damals Mask erlebt habe und überhaupt die Fakten dazu, wie es zur Serie kam oder was die Serie beinhaltet. All das will ich hier mal so ein bisschen erzählen. Wie gesagt, 1995, 96 ist Mask ins Fernsehen gekommen. Ich selbst habe es nur in Englisch kennengelernt, oder ich habe es nicht nur, ich habe es später auch in Deutsch gesehen, aber in Englisch habe ich es kennengelernt. Wir hatten zu der Zeit zwei englische TV-Kanäle, die wir frei empfangen konnten, Super Channel und Sky Channel. Auf Sky Channel lief gerade besonders am Wochenende immer so eine Fernsehsendung, die hieß Fun Factory. Ging von morgens um 6 bis um 12 und es wurden neben Moderatoren, Zwischensequenzen, wo eben halt so ein bisschen gelabert wurde, wurden TV-Serien gezeigt. Da war He-Man dabei. Transformers habe ich damals auch kennen und lieben gelernt. Inspector Gadget und auch Mask. Jace and the Weird Warriors. Auch eine großartige Zeichentrickserie. Leider nie in Deutsch gekommen, aber großartig. Jedenfalls Mask war dabei. Super Channel hatte parallel auch dann am Wochenende gerade viele Zeichentrickserien, auf die ich auch aufmerksam geworden bin. Darunter auch einige Manga-Serien wie Macross und G.I. Joe wurde dort gezeigt. Inhumans, Visionaries. Alle 80er-Serien habe ich da kennengelernt und ich will gerne auch nochmal später einzelne Serien hervorheben in anderen Podcasts, aber jetzt geht's um Mask. Mask habe ich kennengelernt als eine Zeichentrickserie. Daraus sind dann Spielzeuge entstanden, beziehungsweise eigentlich war es ja mehr eine Verkaufsserie für Spielzeuge. Das hat man natürlich damals nicht so verstanden, dass eben halt die Zeichentrickserien dafür gemacht wurden, dass die Kinder Anreize bekommen, Geschichten mit den Figuren nachzuspielen, einfach doch schon das Universum kennenlernen. Aber nochmal jetzt zurück, wie entstand Mask? Mask ist von DIC Entertainment 1996 bzw. 95 entstanden. Es gab 75 Folgen, das heißt in zwei Staffeln, wobei ich die letztere Staffel nicht wirklich so gut empfunden habe, weil es waren keine Abenteuergeschichten mehr. Die ersten waren sehr abenteuerlich, die böse Organisation und die gute Organisation, also Mask und Venom, haben sich bekämpft, um eben halt zum Beispiel einen Schatz zu finden oder eben die Weltherrschaft zu erreichen. Und die letzte Staffel war mehr so ein Wettrennen immer gegeneinander. Es ging immer nur um Rennen. Und natürlich wollte Venom gegenüber Mask gewinnen. Da hatte man schon mehr den Eindruck, es ging darum, diese neuen Spielzeuge, die da eben vorgekommen sind und neuen Charakter hervorzuheben. Da wäre echt sehr viel mehr drin gewesen, aber irgendwie fehlte dort das Herz dafür. Sie sind noch immer unterhaltsam und das ist das Mindeste, was man echt sagen muss. Die Serie ist eine kanadisch-frankreich-USA-Produktion, also es ist, obwohl es sehr japanisch wirkt, teilweise manchmal ist es schon eine westliche Produktion. Und ja, was ist Mask eigentlich? Mask, M-A-S-K, steht für Mobile Armored Strike Command und bekämpft die geheime Verbrecherorganisation Venom, also Gift auf Deutsch, und es steht für Vicious Evil Network of Mayhem. Der Charakter, der Böse, heißt Miles Mayhem, aber in diesem Fall steht das nicht für den Charakter Mayhem, sondern für Wahnsinn. Mayhem ist auch Wahnsinn. Der Hauptcharakter des Mask-Teams heißt Matt Tracker, hatte auch da sein Flugzeug oder sein Auto, was fliegen konnte, Thunderhawk. Und sie konnten alle Masken aufsetzen, die dann bestimmte Fähigkeiten hatten, wie zum Beispiel Dinge schweben zu lassen oder Sachen anzuheben, Energiestrahlen. Das war eben halt dieses Besondere, deswegen hieß es Mask. Ein bisschen hatte es, finde ich, auch immer was von Mission Impossible oder Cobra übernehmen sie, denn Matt Tracker hat oft im Anfang der Episode sich dann sein Team zusammengeholt, sobald es einen Auftrag gab. Und dadurch sind dann unterschiedlichste Figuren aus der Serie eben für einen Auftrag zusammengerufen worden, obwohl es eben halt noch viel mehr gab.
Ich kann auch gar nicht mehr alle Namen im Einzelnen hervorrufen, weil es gibt einfach zu viele Figuren. Und ich erinnere mich natürlich an Thunderhawk, den Sportwagen, den roten, der mit die Flügeltüren öffnen konnte und durch die Lüfte flog. Ich erinnere mich auch an Condor. Condor war meine erste Figur. Ich habe sie mir auch später nochmal nachgekauft, weil Actionfiguren hatte ich wirklich eine ganze Menge und ich habe sie alle verkauft. Auf jeden Fall, Condor war ein grünes Motorrad, was sich in einen Hubschrauber verwandeln konnte. Und ich musste echt immer überlegen, wie die Hauptfiguren oder wie die Figuren dazu immer heißen, weil ich auch gar nicht mehr so viel damit jetzt spiele. Ich habe, ja, spielen ist gut gesagt, als 45er Jahrgang. Jedenfalls habe ich diese jetzt in meinem Regal, habe ich ein paar Figuren nur noch stehen. Ich habe damals wirklich eine ganze Menge mehr gekauft und das war eben eine Zeit, wo ich vom Zeitungsaustragen mein Geld verdient habe und das habe ich dann immer in die Actionfiguren investiert, in Transformers besonders und dann auch in Mask. Und Mask, im Gegensatz zu Transformers, habe ich bei Mask seltsamerweise nie die Kartons aufbewahrt. Von Transformers so jahrelang die Kartons, die Verpackungen, die auch sehr kultig gemacht sind, aufbewahrt, die Beipackzettel, all das habe ich bei Mask nicht aufbewahrt. Ich weiß nicht mal warum. Das habe ich mich bis heute irgendwie gefragt und warum nicht mal einen einzigen Zettel übrig behalten. Von diesen, ja, Anleitungen, wie sie zusammengebaut werden, wie die Aufkleber draufgeklebt wurden. Es ist schon sehr erstaunlich. Ich hatte sehr, sehr viele Figuren, gerade aus der ersten Generation. Die zweite habe ich dann gar nicht mehr so viel besessen. Interessant ist, ich habe alle Figuren dann leider verkauft auf dem Flohmarkt, als ich klein war. Ich war jung und brauchte das Geld, wie man es so eben hat. Und ich möchte, glaube ich, nicht mehr dran denken, für welches Geld ich das verkauft habe. Ähnlich ging es mir mit meinen Star Wars-Figuren aus den 80er Jahren, wo ich sehr, sehr viele hatte und auch Fahrzeuge, die ich verkauft habe. Ich meine, zum Glück hat mein Bruder ein paar gerettet von Star Wars. Das ist auch schon mal gut zu sagen. Aber sehr, sehr viel ist leider verkauft worden. Und ich habe mir als einzige Figur eigentlich nur Raven. Das war so ein schwarzer Sportwagen, der so, ja, so eine Art Luftkissenboot, ein bisschen leicht fliegen konnte. Oder konnte sich das verwandeln. Das war ja auch das Besondere, dass sich diese Fahrzeuge verwandeln konnten. Den habe ich behalten, seltsamerweise. Später habe ich mir nochmal Condor nachgekauft. Man muss natürlich jetzt heutzutage ein paar Abstriche machen, denn die Masken sind durch den Weichmacher nicht mal wirklich weich, sondern werden fest, können sogar porös werden und zerfallen. Ich habe das Glück gehabt, dass es das bei mir noch nicht der Fall ist. Aber man muss auch schon sehr vorsichtig sein, wenn man die Masken von den Köpfen abnehmen möchte, weil eben die Masken hart sind und die Köpfe darunter weich und man würde teilweise die Köpfe abreißen. Mein drittes Fahrzeug, was ich noch besitze, ist Manta. Das ist von der Vanessa, von dieser Bösen. Das ist auch so ein Sportwagen, der sich in einen Jet verwandeln konnte. Ich war immer fasziniert davon und wollte das Ding haben. Und das habe ich mir auch mal nachgekauft. Und ich bin sehr stolz, dass ich das noch habe. Sehr vollständig und noch in einem guten Zustand. Viele habe ich aber irgendwie verkauft. Und ich weiß nicht warum. Piranha fand ich sehr genial. Das war dieses Motorrad mit seinem Beisitzer, wo sich der Beisitzer in so ein kleines U-Boot verwandeln konnte. Ich habe Rhino gehabt, das war dieser Truck, der sich in diese Kampfstation, naja, Kampfstation, diese kleine Station mit der Rakete verwandeln konnte. Es war echt Wahnsinn. Ich habe T-Bob und Scott gehabt als Figurenset, aber ich habe alle verkauft. Bin ich blöd mal, sage ich heutzutage, weil es mir irgendwie immer noch in der Seele wehtut. Ähnlich geht es mir mit vielen Comics, obwohl ich habe von den Comics einige noch wiedergefunden. Mask, was ist das eigentlich für eine Geschichte? Eben halt, wie ich erzählte, es geht um Gut gegen Böse, Mask gegen Venom. Interessant ist, dass wie Mask entsteht, nicht wirklich in der Zeichentrickserie erzählt wird. Die sind unabhängig voneinander, sie erzählen keine Geschichten, die aufeinander aufbauen. Man weiß zwar, welche Figuren miteinander agieren, aber da ist keine wirkliche Storyline. Man kann sie ganz durcheinander gucken, obwohl die letzte Staffel, wenn sie Autorennen haben, passt natürlich nicht ganz so zu den ersten Folgen, die mehr Abenteuergeschichten oder ja, Actiongeschichten erzählen. Und die eigentliche Geschichte wurde eher als Beipackgeschichte zu den Figuren beigelegt. Ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Das heißt, es sind kleine Comics haben beigelegt und die haben die Geschichte erzählt. Und ich will das jetzt einfach mal zitieren, wie das war nach Wikipedia. In Wikipedia steht das nochmal ganz kurz und ich lese das einfach mal vor. Eine weltweite Gruppierung namens AFN, Alliance of Friendly Nations, ruft eine Geheimorganisation ins Leben, um den Terror in der Welt zu bekämpfen. Beauftragt werden Miles Mayhem und Milliardär Matt Tracker, die Organisation Mask aufzubauen und zu leiten. Tracker entwickelt für das Team eine Reihe unterschiedlicher Spezialfahrzeuge und besondere Helme mit speziellen Fähigkeiten. Schließlich steht nach vielen Monaten das Team von Agenten fest, die zur Mask gehören sollen. So auch Trackers Bruder Joe. Ein Jahr später hat Mask
ihre erste ernste Mission. Sie sollen einen gestohlenen Computer ausfindig machen, der in der Sahara versteckt gehalten wird. Mayhem schickt Tracker und sein Team ins Gefecht, aber als er an den Koordinaten ankommt, geraten die Mask-Agenten in eine Falle, die Mayhem ihnen gestellt hatte. Alle Agenten werden getötet, auch Joe Tracker. Der einzige Überlebende ist Matt Tracker. Inzwischen hat Mayhem mit Hilfe der Pläne von Tracker eine ganz eigene Flotte von Fahrzeugen gebaut und seine Organisation namens Venom ins Leben gerufen. Mit seinem neuen Team von Schurken überfällt er Gold- und Gelddepots wie Fort Knox, um durch finanzielle Stärke mächtiger zu werden und die Welt zu beherrschen. Mayhem will jedoch nicht, dass Tracker überlebt. Tracker bildet das Mass-Team neu und versucht von da an Mayhem und Venom aufzuhalten. Diese Vorgeschichte habe ich nie gekannt, bevor ich nicht Wikipedia gelesen habe. Weil irgendwie ist mir das in den, ja, bei den Figuren nicht aufgefallen, dass da ein Comic bei war. Also ich kann es auch vergessen haben, ich weiß es gar nicht wirklich. Aber wie dem auch sei, es ist schon jetzt schön wie zu sehen, wie ich mein Album da vervollständige. Und ihr könnt wirklich sehen, es ist gebraucht. Man merkt, wie die Seiten so ein bisschen, ja, abgeblättert sind. Man hat wirklich Seite für Seite immer gründlich durchgeschaut, sich die Motive angeguckt, obwohl die wirklich gezeichneten Bilder, die so als Zwischenbilder dienen, zwischen den Einklebebildern, nicht wirklich sehr gut gezeichnet sind. Das ist halt so ein bisschen lieblos, wirkt manchmal so ein bisschen oberflächlich. Das Poster, wirklich sehr cool mit diesen Silberstickern, hing bei mir wirklich an der Wand. Ihr seht die Löcher da an den Seiten, das war wirklich an der Wand und dann habe ich es mir später wieder zurückgeknickt. Und da merke ich, dass es echt blöd ist, wenn so eine Aufkleber wirklich auf der Kante liegen. Ich habe mir das damals umgeknickt, damit es passt, aber heutzutage denke ich mir, Alter, ich hätte das doch daneben kleben sollen, damit ich das vernünftig auch wieder zusammenlegen kann. Aber heute denke ich anders. Und deswegen werde ich mir auch nochmal, oder ich habe mir einige dieser Silberbilder wieder gekauft und ein paar, beziehungsweise ein einziges fehlt mir noch und das, glaube ich, war von Condor, was auch so an der Kante ist, was ich nochmal für meine zurückhaltende Sammlung oder für meine Schublade, anders wird es nicht sein, weil ich werde es nicht daneben kleben, behalten werde. Oder zulegen möchte, nicht behalten, ich möchte es bloß mir noch zulegen. Ähnlich geht es auch noch mit einigen Figuren vom Mass, die ich wirklich mir kaufen möchte, von der ersten Generation und dann auch gerne in der Verpackung mit den Beipackzetteln. Ich möchte diesen Karton mal wieder hinstellen, gerade von Condor. Wenn man sich bedenkt, diese Figur, ich glaube, die kostete 9,99 oder 9,95. Das ist echt Wahnsinn, wenn man die Preise von heute sieht. Also es war einer der günstigsten. Deswegen ist auch Condor so meist verkauft gewesen. Und trotzdem ist es schwer zu finden. Wenn man jetzt auf Flohmärkte Figuren findet, werden die schon ganz gut gehandelt. Und manchmal hat man Glück, also ich habe auch schon Glück gehabt, Figuren mit Masken für 50 Pfennig zu finden, 50 Cent. Aber sie sind schon schwerer und sind natürlich auch stark gebraucht. Es ist halt schon, wenn man jetzt 85, es ist weit über 20 Jahre alt. Aber egal, was ist denn so einfach rausgekommen? Ihr habt das Einklebealbum gesehen mit den schönen Stickerbildern, und die eben ja von den Fernsehepisoden einige Höhepunkte zeigen aus ausgewählten Episoden. Die Serie ist damals auf Videokassette, beziehungsweise ich glaube ich nur 6 Folgen sind auf, oder bis zu 10 sind auf Videokassette erschienen. Da war wirklich dann immer nur eine Folge auf einer Videokassette. Und es sind einige auch als Hörspiele erschienen. Obwohl Hörspiel war nicht wirklich mehr als die Audiospur der Geschichte. Auf RTL lief die deutsche Serie, wenn ich mich recht entsinne. Es sind aber, glaube ich, nie alle Folgen wirklich im Fernsehen gezeigt worden, obwohl alle synchronisiert wurden. Sie wurden wohl auch nicht in einem Zuge synchronisiert, weil die auch einige Sprecher variieren von den Hauptfiguren. Später gab es sie auf DVD. Ich habe sie mir auch gekauft in 3 verschiedenen Editionen oder in 3 Volumes. Schön mit Artwork-Karten oder mit Cells, Film-Cells, wie man so sagt, dabei. Traurig war so ein bisschen, dort fehlten 3 Episoden, die entweder nicht aufzutreiben waren oder wo die Rechte nicht geklärt waren. Genau kann ich das auch nicht sagen. Die gab es aber auf Deutsch. Die sind später auf der Blu-ray hinzugekommen. Dort sind wirklich alle 75 Folgen, die es gibt, enthalten. Es ist keine wirkliche Blu-ray, es sind SD auf Blu-ray. Dadurch ist die gesamte Serie auf einer Blu-ray enthalten. Das wäre natürlich schön gewesen in echter Blu-ray-Qualität, also richtige, schöne, aufgefrischte Bildqualität, ist aber leider nicht der Fall. Die deutsche Synchro ist enthalten, aber leider keine andere Sprache. Ich hätte gerne Englisch, weil ich ja damit aufgewachsen bin, aber da müsste ich wohl auf die britische oder UK, also UK-Version oder US-Version zugreifen. Interessant ist, wenn man sich die Filme oder die Episoden auf den DVDs der Blu-ray anschaut, dass nicht immer der deutsche Vorspann oder der englische Vorspann ist.
Beziehungsweise der Deutsche hatte gar keinen Dialog teilweise, sondern nur die Musik und ein, zwei Sätze, sondern dass auch die französische Version des Songs enthalten ist. Es variiert von Folge zu Folge. Sehr, sehr interessant. Leider ist meine eigene Maßsammlung ja nicht mehr so gewaltig, wie sie früher war. Ich habe jetzt die DVD-Boxen und ich habe die Blu-ray-Videokassetten oder auch leider Hörspielkassetten besitze ich nicht mehr. Die Hörspielkassetten will ich mir nochmal irgendwie organisieren, wenn ich, was heißt organisieren, wenn ich am Flohmärkten finde oder vielleicht mal günstig irgendwo bei Kleinanzeigen werde ich mir sie sicherlich nochmal zulegen. Ebenso auch die Mass Comics und da komme ich jetzt mal einfach zum nächsten Punkt. Die Mass Comics sind im Conne Verlag erschienen und ja, sind sehr einfach gezeichnet. Es waren zwischen den Comics auch immer noch so Bastel Anleitungen und Rätsel, sodass man so ein bisschen interaktiv noch sein kann. Die Comics basierten, glaube ich, auf einer englischen Comic-Reihe, also die in UK erschienen ist. Ähnlich gab es auch UK Transformers Comics und es gab US Comics. Und wir haben, glaube ich, vom Mask sehr viel von den UK Comics gehabt. Die waren etwas einfacher gezeichnet. Es gab auch US Comics, die sind im DC Verlag damals erschienen und später gab sogar einige Neuauflagen im IDW Verlag, der hat auch Transformers wieder ja, gängig gemacht für die Comics. Da sind einige Geschichten erschienen, die auch wesentlich moderner sind und ab und zu gibt es immer noch mal Sonderbände. Ja, was heißt Sonderbände? Manchmal werden eben halt auch Sonderauflagen oder es werden einfach mal Sondergeschichten veröffentlicht und da ist dann auch Mask eine neue Geschichte dabei. Neben dem Condor Verlag hat auch der Bastei Verlag oder Bastei Lübbe eben Mask Comics veröffentlicht, aber auch, und das ist mir gar nicht so aufgefallen, Mask Romane, Jugendromane. Ich habe einen einzigen leider nur, die Nummer 8 dort. Ich habe es nicht gewusst, dass es die gab, durch Zufall am Flohmarkt gefunden und war ganz erstaunt, ein Mask Roman. Was es nicht alles gibt, also es gibt natürlich gibt es noch wesentlich mehr und es gibt bestimmt in Holland oder auch in UK und in Amerika noch Mask-Spielzeug, na gut, Spielzeug vielleicht nicht, weil die Figuren, das ist schon alles sehr bekannt, aber irgendwelche Gimmicks, die man so gar nicht auf der, ja, die man nicht so in Reihe hat, die man, wo man gar nicht so genau weiß, was ist da eigentlich nicht rausgekommen. Es gibt ja auch oftmals Stickerbögen, es gab vielleicht Briefpapier, Federtaschen war immer sehr beliebt, Schulordner, Hefte, Blöcke zum Beispiel, diese Malblöcke gab es auch oftmals mit Motiven von Serien. Ich habe früher die von Captain Future gehabt. Die will ich gerne wieder haben. Mal so ein Captain Future-Bild. Aber leider nicht mehr. Ach, man, waren das schöne Zeiten. Ich will in die Zeit zurückreisen, will mir mal ein paar Sachen wieder kaufen. Aber ich glaube, den Wunsch haben wir alle irgendwann. Es gibt sogar einige Spiele zu Mask. Also ich habe mal auf, oder ich habe mal in einem anderen Video gesehen, dass es ein Brettspiel zu Mask gibt. Aber ich habe auch persönlich ein C64, also für den Commodore C64, was eben 1996 der Heimcomputer überhaupt war, ein Spiel zu Mask. Ich habe es auf Datasette mir selbst damals gekauft. Es gibt zwei Nachfolger noch, also es gibt insgesamt drei Mask-Spiele. Ich habe sie auch nur auf Datasette gesehen. Also Datasette war die Kassette, die klassische und nannte sich eben für den Computerbereich Datasette. Interessant zu sehen ist, dass die Datasette in Europa stark vertreten war, während in Amerika Datasette fast gar nicht, dafür eben auf Diskette. Ob Mask da erschienen ist, weiß ich nicht. Ich habe nur den ersten Teil von Mask, ein Spiel, was ich zwar gespielt habe, aber nie verstanden habe. Du konntest mit verschiedenen Fahrzeugen durch Landschaften fahren und eben halt dann auch Gegner bekämpfen, ein bisschen beschießen und aussteigen, rumlaufen, aber was ich machen musste, habe ich nie verstanden. Aber ich habe das Spiel. Das war wesentlich kultiger. Die anderen zwei Teile werde ich mir auch noch für meine Sammlung hinzufügen. Abgesehen eben von ein paar neuen Comics, die neue Geschichten erzählten und eigentlich mehr für die Fans produziert wurden, ist Mask nie wirklich wieder aufgelegt worden, anders als zum Beispiel Transformers, um das mal wieder zu zitieren. Es gab aber wohl mal einen Versuch, die Serie neu zu starten unter dem Titel Atom, also A-Tom. Ob die Serie wirklich erschienen ist oder ob es nur Prototypen gab, ich habe mal einige Bilder nur gesehen, kann ich nicht sagen. Also es war wohl mal geplant, da einen Restart zu machen, dieses Styles mit den von Mask, aber mehr habe ich da eigentlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich rausgekommen ist. Interessant ist, dass die Rechte an Mask hält zurzeit sogar Hasbro und Paramount Pictures sogar. Also dieselben, die auch Transformers herausbringen. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Mask zitiert wurde in der aktuellen Serie Robots in Disguise von Transformers und in der Transformers Animated Serie. Dazu
ist immer noch ein Realfilm von Mask in Vorbereitung, sage ich mal. Ein Drehbuch soll wohl in Arbeit sein und es ist sogar recht aktuell. Also der letzte Stand ist 2017, dass das in Produktion sein soll. Ich bin mal gespannt. Das soll es jetzt aber mit dem Podcast über Mask gewesen sein. Mir fällt mir auch wirklich nicht ein, was ich noch erzählen kann über meine ganzen Erlebnisse mit Mask. Auf jeden Fall schaue ich immer noch gerne die Serie immer mal zwischendurch, so eine Episode, und schaue mir die Spielzeuge an, die auf meinem Regal stehen. Mehr über Short Review findet ihr wie immer auf www.shortreview.de. Dort gibt es auch einen Review zur Blu-ray von Mask oder zur Mask-Serie, die Blu-ray mit den SD-Folgen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar. Schreibt mir doch auch, wie ihr eure Erlebnisse mit Mask verbindet, mit welchen Figuren, mit welchen Comics. Erzählt mir einfach, wie es mit euch und Mask abging. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Sascha.